Hallihallo und herzlich willkommen zu Scene Investigators und zu einem neuen Angespielt auf diesem Kanal. Mein Name ist Lexan und ich spiele heute die Demo von diesem Spiel, welches bereits am 24. Oktober 2023 released wurde. Die Entwickler heißen IQ Studios und ich habe mega Lust mal auf so ein Ermittlungsspiel. Was uns da alles erwarten wird, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Lasst uns rein. Ich habe hier alles schon mal auf Deutsch gestellt. Das geht, das ist sehr, sehr gut. Und ja, neues Spiel. Let's go! Scene Investigators ist ein deduktives Denkspiel für Fans des Genres True Crime. Du betrittst nachgestellte Tatorte, suchst nach Beweisstücken, analysierst mögliche Motive hinter den Verbrechen und findest heraus, was wirklich passiert ist. In diesem Fall geht es um eine Dinnerparty. Fünf Freunde und Bekannte haben sich zu einem Essen versammelt. Jemand wurde ermordet. Alle Hinweise befinden sich am Tatort. Kannst du den Fall lösen? Gib deine Antworten in den Computer ein und finde heraus, ob der Fall wirklich gelöst ist. Oh geil, da habe ich richtig Bock, Leute. Das ist ja nice. Let's go. So, Wattsteuerung, ja, ist quasi wahrscheinlich wie immer so. Ja, untersuchen eh, ja, interagieren, ja, okay. Okay, überprüfe die Szene und beantworte die Fragen in den entsprechenden Textfeldern. Drücke auf Start, wenn du bereit bist anzufangen. Wer saß auf Stuhl Nummer 5? Wer saß auf Stuhl Nummer 2? Wer ist Claras Cousin? Wer ist gestorben? Wer ist der Mörder? Okay, heftig. Okay, go. So, dann lass uns doch mal hier gucken. Wir haben einen Mordfall. Ah, ich sehe schon. Da ist schon das Opfer. Ja. Wir laufen auf dem Tisch umher. Nein, ich dachte gerade. So. Kann ich alles untersuchen? Ist hier alles untersuchbar? Okay, wir müssen also herausfinden, wer wo saß. Was ist das hier? Bolognese? Nee, ist irgendwie ein Eintopf oder was? Okay, wir fangen an, Leute. Was haben wir hier? Wir untersuchen erstmal dieses Zimmer. Es scheint schon etwas länger her zu sein, wenn ich mir die Möbel so anschaue. Oder es sind ältere Leute, die hier zusammen eine Dinnerparty hatten. Wir sind im April 2003. Hier wurde ein Stuhl umgeworfen. Die sind, haben scheinbar sich aufgestellt. Der ist umgefallen und der Stuhl wurde umgeworfen. Und hier haben wir... Ah ja, hier lag die Leiche. Wir sehen, diese Leiche hat eine Kopfwunde. Da ist Blut ausgetreten. Okay. Komme ich nicht rein. Das ist ja spannend. Wir haben eine Taschenlampe auf F. Hier komme ich auch nicht rein. Okay, haben wir das schon mal geklärt? Was? Ach, die Tür ist in der Demo nicht zugänglich. Ja, toll, danke. Gut, dann fangen wir an mit dem Tisch. Hier saß niemand. So, mit R lesen. Das ist ein leckerer Chianti von 1994. Ja, das finde ich sehr gut. Können wir das wieder wegpacken? Ja. So. Hier saß niemand. Hier haben wir... Oh, Lippenstift. Ach, also hier, die Person, die auf dem Boden liegt, war eine Frau. Das war eine Frau, okay. Hier, das war eine Frau. So, dann, wo können wir noch? Das war das Weinglas. Jetzt gehen wir mal hier rum. Diese Person, also hier, die trinken alle Wein, die drei. Und diese Person, es sind, warte mal, stand da nicht was von fünf Leuten? Wir haben jetzt aber nur vier hier sitzen. Die fünfte Person schien nicht zu kommen. Und die Person hier trinkt kein Alkohol, sondern Saft oder so. Okay, was ist das? Happy Birthday to you.
It's that time of year again. Happy birthday. Happy birthday, Clara. Thank you for your support while I was in AA. Ah, anonyme Alkoholiker. Henry, it's so fortunate to have you. Hope you have a great year, Jake. Also, Clara ist offensichtlich die Dame, die Ermordete, ne? Vermutlich. Und Henry ist ihr Partner. Und Jake ist anonymer Alkoholiker. So, das bedeutet, Jake sitzt hier auf der 5. Wie komme ich jetzt auf die, warte mal kurz, Steuerung. Wie komme ich auf die Untersuchung? Wo kann ich das eingeben? Wo habe ich die? Hä, ich muss das doch irgendwo eintragen können, oder nicht? Oder war das hier vorne vielleicht? Guestlist: Jake, Edwin und Jenny. Ah, hier ist noch ein Mädel. Also, es muss nicht zwangsläufig Clara sein, die tot ist. Okay, wie komme ich jetzt? Kann ich das hier im Computer machen? Nee. Doch. Ah ja, alles klar. Okay. Also, Stuhl Nummer 5. Habe ich vergessen, wie der heißt. Moment. Stuhl Nummer 5 ist Jake. So, warte. So, Stuhl Nummer 5 ist Jake. Das können wir schon mal reinmachen. So. Nein, 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 nein. Erst, okay, ich hoffe, der speichert das jetzt hier. So. Wer ist Claras Cousin? Wer ist gestorben? Wer ist der Mörder? Wieso Cousin? Ich vermute mal, das Geburtstagskind sitzt hier. An der Stirnseite. So ist das ja üblicherweise, ne? Das Geburtstagskind sitzt hier. Und das wird Clara sein. Clara ist wahrscheinlich diejenige, die gestorben ist. So, dann, was haben wir denn hier? Nichts. Hier liegt was. Was haben wir denn da? Fantasie Amour. Ein Parkschein. Thank you and drive safely. Damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Oh, eine Handtasche. Okay, was haben wir hier? Streichhölzer. Fantasie Amour. Ah ja. Das heißt, diese Tasche gehört Clara, ne? Warum ist das offen? Wasserfest hinterlässt keine Spuren oder... Oh! Ach ja, guck mal. Ist ein wasserfester Lippenstift. Auf dem Glas von der Stirnseite ist aber ein Abdruck von den Lippen zu sehen. Das heißt, das hier, diese Tasche gehört nicht der Person, die an der Stirnseite sitzt. Und dann haben wir hier noch Anti-Rauchpflaster. Und trotzdem haben wir Streichhölzer, weil die Person wahrscheinlich nicht wirklich schafft, aufzuhören mit Rauchen. Alles klar. Okay, diese Tasche gehört nicht der Person, die hier sitzt.
So, was haben wir hier? Ekelhaft. Das sieht richtig ekelhaft aus. Oh mein Gott. Ih, das ist Sand und sowas drin. Ne? So, wir checken mal alles. In der Küche. Haben wir irgendwo die Mordwaffe? Die Mordwaffe scheint die Gabel zu sein. Hi honey, I'm out shopping. Would you mind setting the table, please? Remember, my cousin can't drink wine. Der Cousin war ja Jake. Jake ist der Cousin. Serve him orange juice instead. Ed is left-handed. Ed is left-handed. Ach, hier sitzt Ed. Auf der 2 sitzt also Ed. Und da ist Jake. Wo ist er denn? Hier fehlt jemand. Jake, Ed. Warte mal, auf der 2, ne? Habe ich gesagt, genau. Ich guck mal kurz, ob die 2 auch gesucht wird. Ed. Nee, Ed. So, ja. Wer ist Claras Cousin? Wer ist gestorben? Wer ist der Mörder? Wir wissen also noch nicht, wer gestorben ist tatsächlich, ne? Ich warte mal, ich guck noch mal ganz kurz was. Hi honey, I'm out shopping. Would you mind setting the table, please? Kann das sein, dass Clara gar nicht da war? Remember, my cousin can't drink wine. Serve him orange juice. Ach so, ihr Cousin ist also auch Jake. Okay, warte. Ihr Cousin ist auch Jake. Wenn das überhaupt Clara geschrieben hat, ne? So. Ich gucke einfach. Ich weiß nicht, was ich suche. Ich habe keine Ahnung. Leere Schubladen. Die Person ist klein. Kommt da oben nicht an ohne Trittchen. So, was haben wir hier? Ein Wallet. Gibson Henry. RYT Hospital, Abortion Klinik. Oh, ein Abbruchklinik. Dr. Terry Charleston. Also Abortion heißt ja eher, dass jemand versucht, da eine Schwangerschaft abzubrechen, ne? Warum hat er das in seinem Dings? Was ist das? Attorney at Law. Das scheint irgendwie ein Anwalt zu sein. Oder aber, ist das Henry? Ist Henry vielleicht, also der Freund oder der Mann von Clara? Warum hat er so eine Dings? Kann das sein, dass er eine Affäre hatte und deswegen dieses Ding hier in der Tasche, weil die Affäre schwanger ist? Oha. Abtreibungsklinik. Genau, wir können uns das übersetzen lassen. Rechtsanwalt. So, was ist das? 2003. Date. 4.2., ne? 13.3., das wird so rumgelesen. Make reservation. Appointment with Dr. Richardson am 13.3. Dinner with company members. Am 27.3. Und hier ist Claras Geburtstag. Was soll uns das sagen? Oder hatte Clara eine Abtreibung?
So, wem gehört diese Handtasche? Oh, ich habe einen Verdacht. Warum ist da so ein roter Punkt? Okay, wir haben. Okay, also ich gehe davon aus, dass Henry ist der Partner von Clara. Hier ist ein Parkschein von diesem Treffpunkt, wo er war, mit dieser Person, weil die hat nämlich Streichhölzer von dem gleichen Ort und hat einen wasserfesten Lippenstift. Das heißt, diese Person saß nicht hier. Das bedeutet, diese Person saß hier. Diese andere Frau, mit der er oh mein Gott, Jenny sitzt hier. Aber Clara ist nicht da, ne? Doch Clara ist da. Habe ich irgendwas übersehen? Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, er hat die Rechnung vom Parken hier hingeschmissen, statt da rein. Die Jenny hat ihre Tasche hier hingehängt und hat mit ihm eine Affäre, mit Henry. Genau. Und sie saß hier. Und Henry hat gar nicht gegessen. Der wurde zwar eingedeckt, aber der ist gar nicht da. Wo ist Henry? Henry muss sie irgendwie umgebracht haben. Oder sie. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen, aber das ist einfach auch nur ein Verdacht. Ich habe jetzt keine konkreten Beweise. Ich weiß, wer wo gesessen hat, weil Jenny war hier, da war Jake, da hinten hat Ed gesessen. Und hier saß Clara und Henry müsste eigentlich hier, obwohl eigentlich hätte. Aber Ed muss hier sitzen, der Cousin, weil der ist ja Linkshänder. Aber vielleicht ist das auch Jenny? Nee, das kann nicht sein. Aber warum sollte der Mann von Clara hier hinten sitzen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ha. Was habe ich übersehen? Habe ich was übersehen? Ich habe so viele Fragen. Wenn ich das jetzt mache, dann war es das, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwelche Hinweise? Oh, was haben wir hier? Oh, Clara Gibson. Heather Brown. R. Ist da kein Brief drin? Hier. Clara, dear, it's been a month. Warte mal, ich lese auf Deutsch. Es ist jetzt ein Monat her, dass du mich besucht hast. Weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Ich denke, es ist an der Zeit, dass du die Sache mit ihm beendest. Du hast es schon viel zu lange ausgehalten und musst nach vorne blicken. Denk darüber nach und melde dich bei mir, Mama. Oh mein Gott. Deswegen war er nicht da. Henry war gar nicht da. Sie hat das beendet. Sie war Schuppen.
hat das mit ihm beendet. Er sollte alles vorbereiten. Offensichtlich war er gar nicht bei der Geburtstagsfeier. Aber sie, Jenny, war da. Die Affäre von Henry. Noch was? Nee. Nein. Ich guck mal lieber nochmal, ob wir noch ein paar Schränke hier haben. Wie gut die Spiegelung. Guck mal hier. Mit dem Staub und dem Licht, wie das hier so eingefangen wird. Das sieht ja cool aus. Okay, welche Fragen haben wir noch offen? Wer ist gestorben? Wer ist der Mörder? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Weil den Mörder weiß ich ja nicht. Ich weiß, dass Clara tot ist. Bei Clara ist die Frau, die offensichtlich Lippenstift hatte, der sich löst. Aber wer ist der Mörder? Doch Henry? Ich gucke hier nochmal. Irgendwelche Sachen sind. Aber hier ist nichts weiter. Leere Schubladen. Können wir an den Sachen doch irgendwas erkennen? Hier hatten die Reservierung. Ich glaube, das ist das, wo die beiden sich getroffen haben. Er mit seiner Affäre. Und der Anwalt. Er wollte sich scheiden lassen. So, und jetzt gucken wir uns mal diese Person hier an. Henry hat nicht gegessen. Der saß hier nicht. Der kam wahrscheinlich nur rein und Clara hat ihn ermordet. Was, wenn das Henry ist? War doch Henry. Henry war doch der Mann, ne? Warte. Ja. Fünf Fuß zehn. Blaue Augen. Kann ich irgendwie erkennen? Kurze Haare. Das ist doch keine Statur von der Frau. Okay, ich wage jetzt einen Verdacht. Das hier ist Henry. Der Henry wurde ermordet. Von Clara. Weil ihre Gabe liegt auf dem Boden. Ich wage es, Leute. Ich wage es. Ist das die Lösung? Henry ist getötet worden. Clara ist die Mörderin. Alternativ
Könnte es auch Jenny sein. Aber das macht keinen Sinn. Die will ja eine Zukunft mit ihm haben, wahrscheinlich. Oder sie wollte ihn umbringen. Wegen dem Abbruch. In der Klinik. Obwohl, das muss ja denn schon passiert sein. Der Schwangerschaftsabbruch muss ja schon passiert sein. Come on, wir checken, wir checken. Okay, let's go. Ich gucke. Gestorben ist Henry. Und der Mörder ist Clara. Auf Stuhl Nummer 5 saß Jake, der anonyme Alkoholiker. Und Jake ist auch der Cousin von Clara. Und auf Stuhl Nummer 2 saß Ed, der ist Linkshänder. Wenn du deine Antworten einreichst, endet die Demo. Bist du sicher, dass deine Antworten abgeben möchtest? Ja. Du hast 2 von 5 Fragen richtig. Was? Wie? Ich habe nur 2 Fragen richtig. Ich bin ein richtig beschissener Investigator. Was zum Teufel? Wieso denn nur 2 Fragen? Wahrscheinlich, das ist der Cousin. Und der saß. Hä, warum habe ich. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht, Leute? Ach du Scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen. Oder spielt am besten die Demo auch nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich gerade recht hatte. Also war doch Clara, die gestorben ist. Und die komische, die Jenny hat sie wahrscheinlich umgebracht. Ich war auf dem völlig falschen, ich war auf dem Holzweg, Leute. Ja gut, das hat mir Spaß gemacht. Das war sehr kurz. Aber hey, ich habe alles verkackt. Ich freue mich sehr, was ihr in die Kommentare schreibt. Macht das unbedingt, das würde mich mega freuen. Lasst mir auch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Tschüss.